Hello, this is Erkay Krak here at Mera Luna. You're watching the Crazy Clip TV show. Crazy Clip TV. Und weiter geht's beim Rückblick Mera Luna Festival 2014. Ich sitze jetzt hier mit Erk von Hotziko. Hallo Erk. Hallo. Guten Tag, schön dich mal wieder zu sehen. Ja, ich freue mich auch auf dich zu sehen. Du hast ja eine Doppelbelastung dieses Wochenende. Du trittst zweimal auf. Double fun, two. Double fun, two. Und stehen da immer genau dieselben Leute vor der Bühne oder sind das doch unterschiedliche Leute? Sind das doch unterschiedliche Fans, die du mit beiden Bands hast? I honestly don't know. But I'm glad, you know, to play in the same festival with two bands. It's always good. Ihr macht ja jetzt schon seit 20 Jahren Musik mit Hotziko. Wo nimmst du da die Motivation noch her? I don't know. Just music is a driving force. You know, I enjoy writing music, performing on stage, and that's the driving force actually. Just keep it alive, keep it coming, keep it going. That's all. Also ist es mehr so, dass du sagst irgendwie also nicht das Musik produzieren, sondern das, was danach folgt, das ist der eigentliche Spaß bei der Band. Also das Live-Auftreten, das Live-Spielen, die Party auf der Bühne, ist das der eigentliche Grund, Hotziko zu machen? It's both things. Like performing on stage is awesome. It's definitely one of the things I really love the most to do. But as well, writing music is a big joy. Yes. Songwriting is something I enjoy a lot too. Wie du in Mexiko gelebt hast, ja, hast du eine gewisse Wut gespürt gegen die Lebensumstände, die da sind und die Armut. Und jetzt lebst du ja schon eine ganze Weile in Deutschland und bist jetzt ein ganz anderes Leben gewohnt. Und, verfliegt die Wut, die du damals hattest, die Aggression langsam oder eher nicht so? It's hard for me to see that. As I enjoy to do what I do, I just try to keep this energy, this fire alive. So, if it's like before living in Mexico City, of course it was very difficult at the personal level, you know. Now there's things that are very easy, you know. Germany is always easy people. It's everything a little bit easier for me, but that doesn't mean my inner self, my inner demon has gone to sleep, you know. It's still alive and I still want to scream, I still want to go crazy every time I go on a stage and every time I write music, so I still enjoy the angry part of myself. Okay. Kannst du dir vorstellen, oder wie ist der Plan? Gehst du irgendwann mal wieder nach Mexiko zurück oder bleibst du in Deutschland? I don't want to go back to Mexico, you know. At this point, I feel so good here. Germany, Germans have adopted me, you know, I feel home. Ich habe ja mitgekriegt, ihr macht viele von euren Videoclips jetzt selber. Es geht da an so eine Grenze, ne, was so ein bisschen den Ekelfaktor betrifft. Ist das so zum Schockieren oder ist es auch eher, ich weiß nicht, wollt ihr die Leute vom Kopf stoßen? I think it's art and there's no limits in art. You can say whatever you want and that's what I like. Like in Mexico, the people making art, most of them are really willing to take it to the limit. And we want to support that, you know. If they want to go to this point where everybody's like, oh no, I don't want to see this, it's good. Okay. Du bist heute und gestern aufgetreten. Und was machst du heute jetzt noch? Dein Konzert ist jetzt zu Ende. Was machst du den Rest des Tages? After this interview, I'm planning to go partying with my good friend Marcus. And let's see what night has prepared for us, right?